Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute mal meine Pfeilefax-Taschen vorstellen, also da, wo ich meine Pfeilefax drin habe. Die beziehe ich aus einem Davanda-Shop von Unartig. Ich verlinke den euch gern, also ich liebe diese Taschen einfach und es gemeinerweise kommen da immer neue rein und ich muss mich da echt zurückhalten. Also ich liebe diese Taschen einfach. Ich habe da auch fast in jeder Tasche ein Pfeilo drin momentan. Ja, und ich hole jetzt erstmal. Das ist meine momentane Lieblingstasche, Kaffee und bei Unartig finde ich es immer toll. Ihr könnt die wenden. Wenn ihr sagt, oh nö, ich werde jetzt den na, Rand jetzt lieber außen, dann tut ihr euch die wenden. Also das sieht innen wie außen immer gleich aus. Schlagt euch das um und da habt ihr den Kaffeerand jetzt oben. Also finde ich super. Also sie hat, macht auch nicht nur Personalgrößen, auch die anderen Größen. Genau. Ja, also das ist die Kaffeetasche, die ich jetzt wieder umdrehe, weil ich mag den Kaffee aus. So rumpel ich mir dann zurecht. Also dann einfach wieder zurück. Zurecht. Gerudelt. Und zack. Und da haben wir das wieder. Also die macht auch sämtliche Farben. Sie macht auch Taschen, die hier oben noch einen Verschluss haben. Also da könnt ihr das hier oben verschließen, aber mir gefallen die so. Ja, genau. Also die Kaffee habe ich. Dann habe ich diese hier mit dem Zeitung. Also hier oben ist schwarz. Und da seht ihr wieder Luna vorbeitappeln. So. Die Zeitung fand ich auch ganz cool. Dann. Und der habe ich momentan keinen drin. Also ich glaube, ich habe überwiegend schwarz-weiß. Wobei sich das auch mittlerweile ändert. So. Dann habe ich diese da. Die fand ich auch ganz cool. Da ist mein Monochrom-Schätzchen drin. Dann diese hier. Da ist mein Butterfly drin. Ich fand die ganz. Die passt ganz gut. Innen sind Pünktchen und ich kriege gerade hier eine Umarmung von Luna. So, zack, vorbei, los, husch. Mit Pünktchen, also hier könnte ich wieder wechseln, dass ich die Blümchen oben habe. Und dann habe ich noch ein Favorite. das ist diese hier, die finde ich auch mega schön. Huch, da war es, genau. Mit den Pfauenfedern. Und ich möchte ja unbedingt den Aqua noch haben. Und ich denke mal, der kommt dann da rein, weil das farblich super passt. Hier habe ich meinen Goldie drin, wenn ich jetzt hier in das habe ich noch gar nicht benutzt. Das werde ich auch noch benutzen. Ja. Und die sind auch recht günstig. Also zwischen 11 und, ich will nichts Verkehrtes sagen, 13 Euro hoch. Luna, so nicht. Da musst du doch runter. Genau, und ja, also ich finde die echt mega toll, mega schön. Und bei mir ist es halt, wie manche, die haben halt Haufen Handtaschen, ich habe halt lauter Pailo-Taschen. Mit Handtaschen kann ich eh nicht zu viel anfangen. Deswegen, also ich finde die und ich finde das schön auch zu wechseln, je nach Stimmung, wie ich Lust habe. Ja, also ich zeige die euch jetzt nochmal alle. Ich versuche es mal, ob ich das hinkriege mit allen. Ich einfach mal. Ich versuche mal wieder das Experiment mit dem Handy hochnehmen. Klappt das? Jawohl. Also, da sind sie nochmal. Gut. Die guten Schätzchen. Ganz schlimm hier mit dem Schaf und nicht Schaf. Von Unartig auf Davanda. Wie gesagt, ich verlinke euch den Link. Ja, und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ne? Genau. Das war's dann heute von mir und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Ich denke mal, ihr werdet alle in eurer warmen Hütte sitzen. Es ist wahnsinnig kalt. Ich kann ja mal kurz warten. So sieht es bei uns aus. Seht ihr mal ein Stück? Ich krieg nicht. Ach, wegen meinem Lämpchen. Ich denke mir, was ist das da? Ich krieg's gar nicht scharf. Das ist Fliegengitter davor.
Also ihr seht, bei uns ist es grün, trüb und weiß und sehr, sehr kalt. Ja, genau. Und da steht die Hummel. Das ist unsere Hummel. Genau, ja, dann schnappt euch was Warmes, geht spazieren oder bleibt drin und trinkt einen Kaffee oder einen Tee. Tschüss.